Jetzt hört man ja schon wieder immer wieder ein paar Leute sagen, lass uns doch auf nächstes Jahr warten, bis die neuen Modelle kommen, bis die größeren Akkus kommen, bis das bessere und das neuere Display kommt, bis das verbaute Neon verbaut ist, bis das Neon, das Navigation verbaut ist bereits. Ja, jetzt meine Frage. Man, der Videotitel spricht eh schon Bände. Schauen wir uns gemeinsam an, ob es wirklich sinnvoll ist, hier aufs nächste Jahr zu warten oder ob es besser wäre, doch jetzt gleich zuzuschlagen. Kurz vorneweg, mein Name ist Florian Woracek, herzlich willkommen hier aus den Hallen der Firma Red Plates. Wir sind spezialisiert auf E-Bikes, Fahrräder und Reparaturen, haben rund 400 bis 500 Räder E-Bikes lagernd übers Jahr und bei uns brauchen Sie auch nicht anrufen, einfach am Webshop sich selbst informieren unter redplates.at/webshop und Sie finden alle Modelle, die wir lagernd haben. Warum wir nichts bestellen, auch auf das kommen wir im Video zurück oder warum wir gemeinsam mit Kunden derzeit nichts bestellen. Vorneweg aber, ob es sinnvoll ist, auf nächstes Jahr zu warten. Hier würde ich in zwei Kategorien trennen. Das heißt A, Sie haben schon ein E-Bike, B, Sie haben keines. Wenn Sie schon ein E-Bike haben, ja gerne, dann warten Sie auf nächstes Jahr, dann warten Sie, bis das richtige Modell kommt. Und wenn Sie entweder der Händler anruft oder Sie beim Händler anrufen oder wie bei uns, Sie finden am Webshop redplates.at/webshop, Sie finden das Modell Ihrer Träume, Sie fahren mit Ihrem alten E-Bike vor, probieren das Modell aus, schauen Sie sich im Detail an, Sie leisten eine Anzahlung und verkaufen am besten Fall privat Ihr E-Bike. Wir haben hier ein Video im Netz, wie Sie Ihr E-Bike am besten privat verkaufen. Sie müssen keine Garantie geben, als Händler ist es ein bisschen schwieriger und privat bringen Sie in diesen Zeiten Ihr E-Bike am besten an. Aber die meisten haben halt noch kein E-Bike und schieben das raus auf das Teufels liebstes Möbelstück auf die lange Bank und schieben den Kauf hinaus. Wenn Sie immer warten, dass was Besseres kommt, was Hochwertigeres, was Neueres kommt, ja, dann dürfen Sie sich nie etwas kaufen. Da gibt es ja auch den Spruch, wer sich immer alle Optionen und alle Türen offen halten will, der landet letztendlich am Gang. Das heißt, irgendwann gilt es einmal, Butter bei die Fische zu machen oder Nägel mit Köpfe und eine Entscheidung zu treffen. Aber warum nicht länger warten und warum auch wir keine Bestellungen von Kunden entgegennehmen über Räder, die vielleicht geliefert werden? Sie hören schon diesen Satz, Räder, die vielleicht geliefert werden. Punkt A, die Liefersituation ist absolut ungewiss. Sie haben es gehört, dieses Schiff, was da stecken geblieben ist im Kanal, das ist nur eine Geschichte, dass das Schiff dann monatelang nicht ausgeladen wurde, weil da gibt es so einen Vertrag, einen Seevertrag, der Frechter, der wurde natürlich dann zur Rechenschaft gezogen, der musste diesen Stillstand bezahlen, dieses Kanals, und der will das natürlich auch nicht selber bezahlen und er sagt, die Container auf dem Schiff haben, die müssen, bevor die Container abgeladen werden, ihren Anteil daran bezahlen, und zwar jeder. Und solange das nicht bezahlt ist, werden einfach die Container nicht entladen. Das heißt, so fängt es einmal an. Dann ist der Hafen in Ningbo gesperrt gewesen über Wochen und Monate, nur wegen eines kleinen Corona, ich nenne es einmal kleines Corona-Vorfalls, weil einer eine Corona-Infektion hatte. Dann gibt es teilweise harte Lockdowns im Fernost. Malaysia, Kambodscha, in China, da fahren die Behörden ja noch wesentlich stärker drauf wie bei uns. Und dann gibt es harte Lockdowns, die vom Militär kontrolliert werden. Da geht keiner raus und da stehen auch die Bänder still. Shimano zum Beispiel, ein absolut wichtiger Lieferant, hat halt dort seine Werke. Und wenn dort nichts produziert wird, dann gibt es halt nichts. In gewissen Bereichen haben wir halt im Fahrradbereich nur ein, zwei oder maximal drei Lieferanten. Und wenn die nichts liefern, Punkt A, können die anderen gar nicht das ersetzen. Und oft passen auch die Teile nicht oder nicht so hochwertig, gibt es keine gleichen Teile. Das heißt, aber der Hauptgrund ist, auch die anderen können das nicht auffangen, wenn der Shimano nicht produziert, wenn einer einen 85%igen Marktanteil hat. Das heißt, die Liefersituation ist absolut ungewiss. Und jetzt stellen Sie sich vor, Sie bestellen sich ein Rad. Der Händler, nicht wir, irgendein anderer Händler oder das Internet ist sehr geduldig, sagt Ihnen im Februar kommt Ihr Rad und dann wird es Februar und Sie rufen an oder schreiben, das Rad kommt nicht. Im März denken Sie sich, na, ist eh noch früher, kommt noch immer nicht. Im April kommt es noch immer nicht. Wie lange haben Sie denn Geduld? Ist das so ähnlich wie mit einem Kind, wenn man sagt, du, am 24.12. ist Weihnachten, das ganze Monat muss man schon drüber retten,
damit das Kind weiß, dass Weihnachten eh sicher kommt. Und am 23. am Abend sagen sie ihm dann, du, morgen, das ist leider nichts mit Weihnachten, wir verschieben das, wir machen das im Jänner. Können Sie sich vorstellen, wie das Kind, was mit dem Kind abgeht und was Ihnen das Kind jetzt ab jetzt erzählen wird und die Glaubwürdigkeit? Genauso ist es beim Rad. Wenn Sie auf Ihr Rad warten, wie gesagt, Variante B, Sie haben keines, dann wird es ganz, ganz schrecklich. Und das Problem ist, es hat auch schon Modelle gegeben, die gar nicht produziert wurden, schon in normalen Jahren. Und jetzt stellen Sie sich vor, dieses Jahr, was wir jetzt haben, wie gesagt, es gibt keine, nicht so viele Leercontainer, im Hafen gibt es Probleme, in Ningbo-Hafen, es gibt keine Zulieferteile, die Teile werden teurer, das Aluminium wird teurer, es gibt keine Halbleiter, auch dieses Problem trifft mittlerweile in der Akkubranche zu, also es trifft mittlerweile die Akkus, es gibt keine Motoren, so. Jetzt kommt das Rad nicht und die anderen Modelle, die vielleicht ähnlich wären oder auch in Frage kommen wären, die sind mittlerweile auch verkauft, die Preise steigen, der Händler sagt, du, den Preis, was ich da gesagt habe, den kann ich da nicht geben. Es führt alles zu Unzufriedenheit und deswegen, wir handhaben es so, wir haben im Webshop immer die Räder tagesaktuell drinnen, das heißt, das, was da ist, ist da. Bitte kommen Sie zu uns ins Geschäft, wir haben drei Beratungsmöglichkeiten, das heißt, telefonisch, Videoberatung, persönliche Beratung und bitte, bitte, bitte hier für einen Termin ausmachen, nicht einfach vorbeikommen, wir nehmen sich gern Zeit für Sie und auch für alle anderen und das kann 50 Minuten, das kann 30 Minuten dauern, das kann 50 Minuten dauern, das kann 2 Stunden dauern. Wir nehmen sich Zeit für Sie, damit Sie im Schluss eine Entscheidung treffen können und sagen können, ja, das E-Bike ist was für mich oder nein, ich brauche das und das. Wir passen hinter bei der Werkstatt, wir passen auch die Räder an Sie speziell an, dass Sie lange und viel Freude mit diesem E-Bike haben. Wie gesagt, Ersatzteilversorgung ungewiss, Preise ungewiss und Liefersituation ungewiss. Und ich glaube, aus diesen drei Gründen, Liefersituation ungewiss, Preise ungewiss, Ersatzteilversorgung ungewiss. Im anderen Video habe ich schon erwähnt gehabt, warum die Liefersituation so schlecht ist, ist ja auch, wir haben hier eine, die Fahrräder kommen ja alle zu 95% aus Fernost teilweise oder die Ersatzteile überhaupt. Teilweise wird natürlich bei uns endgefertigt, aber die Teile kommen aus Fernost. So, die müssen im Container verladen werden. Die Containerpreise haben sich verzwanzigfacht mittlerweile, die Preise für die Transportcontainer, das schlägt sich natürlich immer wieder und die Preise steigen weiter. Warum steigen sie weiter? Weil es nicht erstens genug Container gibt und zweitens nicht genug Frachtplätze gibt. Während der Pandemie haben alle ihre Bestellungen zurückgefahren. Es sind wesentlich weniger Schiffe bestellt worden und Container bestellt worden, als normal bestellt worden sind. Aber die Nachfrage ist weltweit gestiegen. Nicht nur nach Fahrrädern, sondern auch nach vielen anderen Produkten, die eben aus Fernost kommen. Und jetzt haben wir eben das Problem, der Warenverkehr funktioniert ja hauptsächlich von Fernost nach Europa und von Fernost nach Amerika, aber es geht sehr, sehr wenig zurück. Amerika, glaube ich, wir verschiffen ein bisschen Plastik nach China und Altplastik und Amerika verschifft ein bisschen Baumwolle, aber weit, weit nicht in dem Verhältnis, wo die Ware von China zurückkommt. Das heißt, es müssen viele Leercontainer zurückfahren und das will man halt vermeiden und dadurch haben wir eben diese hohen Preise. Somit, ich glaube, besser, wenn Sie ein E-Bike wollen, gehen Sie ins Fahrradgeschäft, egal ob es jetzt 20 cm Schnee hat oder minus 5 Grad Eis hat, bestellen Sie sich Ihr Rad, das was da ist, anzahlen und bestellen ist das falsche Wort, also nicht bestellen und zu hoffen, dass was kommt, sondern wenn es dann da ist, wie gesagt, der Händler kann Sie auf eine Telefonliste setzen, wenn ein ähnliches Modell da ist, wie gesagt, geben Sie Ihre Eckpunkte an, zum Beispiel, ich möchte einen großen Akku, ich möchte das und das Display, der Preis soll es ungefähr sein, vielleicht bitte, bitte, die Farbe lassen Sie einmal außen vor, die Farbe ist wirklich unwesentlich, bei dem Hochzeitskleid lasse ich es mir einreden, wenn Sie auf die Farbe schauen, weil das sind dann die Fotos und da stecken Sie die ganze Zeit im Kleid, aber bei einem Rad wirklich, Sie sitzen meistens am Rad und müssen das nicht die ganze Zeit ansehen und prinzipiell KTM oder Conway oder Highbike, wie sie alle heißen, oder Spitzing, machen eh keine schlechten Farben, sind alle wunderschön. Wie gesagt, Beratung bei uns, die drei Möglichkeiten. Wenn Sie aber sagen, nein, persönlich Beratung brauche ich eigentlich nicht, ich möchte mich da selber informieren, dann gebe ich Ihnen auch gerne unser kostenloses E-Book an die Hand. Oben wieder verlinkt unter redplace.at/ebook finden Sie das kostenlose E-Book, die 40 essentiellen Tipps beim E-Bike-Kauf, rund 75 Seiten. Hier haben auch ein paar Rückmeldungen von Kunden auf der Rückseite aufgedruckt. Derzeit über 40 Rückmeldungen auch auf Amazon. Top-Tipps zum E-Bike-Kauf, lesenswert und sehr informativ, spart Zeit, spart Geld, ein Muss vor jedem E-Bike-Kauf und ich empfehle immer, besser sich vorher zu informieren, als nachher, dass Sie sich ärgern. Wie gesagt, Ihr E-Bike wird Sie 5 bis 10 Jahre locker begleiten und besser vorher informieren und nachher viel Freude haben.
Dieses E-Book finden Sie auch natürlich in gedruckter Variante. Das hat nicht nur ich als Autor, sondern das können Sie auch bestellen auf Amazon um ein paar wenige Euro. Und auf Amazon gibt es auch die E-Book-Variante, mit ein paar kleinen Kosten zu bestellen. Dann haben Sie, wenn Sie es nicht bei uns runterladen wollen, sondern direkt käuflich erwerben auf Amazon. Mein Name ist Florian Woracek. Ich freue mich und ich sage danke für Ihren Daumen nach oben. Wie gesagt, das sind unsere Meinungen oder meine Meinungen. Wir machen rund 30 Jahre Fahrradgeschäft. Ich wollte Ihnen ein bisschen einen Einblick bieten hinter die Kulissen. Warum sagt Ihnen Ihr Fahrradhändler, dass es nichts gibt? Warum sind viele Fahrradhändler ausverkauft? Manche haben auch keine Ersatzteile mehr und haben deswegen ihren Fahrradhandel momentan einmal sein lassen, weil du musst dich wirklich auf ein Jahr im Voraus bestellen. Wir haben ganze Kästen nur von Bremsscheiben, ganze Kästen nur von Ketten, damit wir auf ein Jahr im Voraus die Ersatzteile da haben. Wie gesagt, immer auch meine Empfehlung oder unsere, die Ersatzteilpreise steigen auch gewaltig, teilweise um 100%. Nehmen Sie die Versicherung dazu, dann haben Sie dieses Kostenrisiko nicht und die Versicherung bezahlt dann bei Ihrem E-Bike die Verschleißteile, den Vandalismus, eigenverursachte Schäden und den normalen Verschleiß. Und auch wenn der Akku kaputt geht, auch das wird bezahlt. Mein Name ist Florian Woracek, wie gesagt, Daumen nach oben, dafür sage ich herzlichen Dank. Kanal abonnieren, dann haben Sie immer jedes Video drehfrisch in Ihrem Handy. Wir haben auch viele andere Videos über vergleichende Produkte, Produktvergleiche, Produktvorstellungen, wie es im Detail ausschaut, was man für Zubehör beim Rad braucht, über die verschiedenen Motoren, über die verschiedenen Displays. Ich freue mich, Sie auf einem anderen Video wieder begrüßen zu dürfen. Ihr Florian Woracek.